Hier sind wir heute bei unserem Suppentag des Sonne e.V.s Watterdingen und Weil. Das sind zwei Ortsteile im schönen Hegau. Wir sind 123 Mitglieder. Mitmacher haben wir 25 bis 30. Das Team macht diese ganze Sonne e.V. aus, dieses Netzwerk. Ein herzliches Willkommen heute zu unserem sonntaglichen Suppenmittag. Ich freue mich, dass ihr alle da seid zu einem wunderbaren, leckeren Essen. Unser Ziel ist, dass wir eine Struktur schaffen in den Dörfern für alle Hilfeangebote, die notwendig sind, auf niederschwelliger Basis. Das ist Sonne informativ, da gibt es Vorträge, Sonne mobil, da gibt es Fahrdienst. Wir machen kleine Haustätigkeiten, wenn jemand vom Krankenhaus nach Hause kommt. Wir machen das auch nicht für ältere Menschen nur, sondern jetzt wirklich, wenn jemand sagt, okay, ich brauche mal eine Stunde einfach, mir muss man mal das Kind wegfahren oder sonst irgendwas, bieten wir alles an. Wir haben eine Gruppe, die kümmert sich um geselliges Zusammensein, so wie heute, diese Suppenküche, einfach da zu sein, gerade für Menschen, die wenig Angehörige haben. Das ist für mich die Herzenssache, dieses Gesellige. Meine Vision selbst ist, jung und alt füreinander da zu sein. Ein Erfolg ist für mich, wenn jeder sich wohlfühlt, wenn die Leute gerne kommen, unsere Angebote angenommen werden. Und das berichten auch alle, die mitmachen, dass wenn man sozial aktiv ist, einem das Herz aufgeht und man einfach glücklich nach Hause geht. Wir sind unglaublich dankbar, dass wir den Herzenssachepreis gewonnen haben und freuen uns, das Geld investieren zu können in das Inventar.